So, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Cut-Café. Heute Nummer 65. Wir haben ein paar neue Namen. Wir haben auch mitbekommen, dass teilweise Kunden nicht in der Lage sind, aktuell sich anzumelden. Das heißt, ich werde nochmal nachgucken, woran das jetzt gleich liegt. Ja, Cut-Café. Für diejenigen, die neu dabei sind, was machen wir hier? Wir kommen alle 14 Tage zusammen und besprechen das Thema CAD. Und hören einfach in den Markt hinein. Was gibt es aktuell für Fälle? Was gibt es aktuell für Fragestellungen? Und ja, wenn wir es halt hier als Fachleute nicht beantworten können, dann hoffen wir, dass jetzt einer unserer Teilnehmer die eine oder andere Frage dann beantworten kann und sagen kann, okay, das hatte ich doch schon mal und so löst man das Problem. Wir zeichnen diese Cut-Café-Sitzungen auf, das ist wichtig. Wir veröffentlichen sie direkt auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, Sie können auf belowsoftware.de gehen und dann steht ganz oben entweder CutCafé Mediathek oder YouTube-Kanal und dann können Sie sich die vorherigen CutCafé-Sitzungen entsprechend angucken. Mir fällt gerade ein, die Sitzung vom letzten Mal habe ich auf meinem Rechner, aber ist noch nicht hochgeladen, also brauchen Sie nicht suchen. Ich verspreche es demnächst zu machen. Ja, heute mit dabei Frau Amrusch zu meiner rechten Seite und Herr Hallo. Prost gegenüber. Und ja, was hab ich mir notiert? Zwei wichtige Punkte von mir vorneweg. Wir sind ab nächster Woche, mit mir meine ich mich und meinen Kollegen Georg Duri von B&B, von unserem Stammhaus, wir sind auf der Messe BIM World in München. Falls jemand vorbeikommen möchte, uns besuchen möchte, Fragen zum Thema BIM hat und auch allgemein, das ist eine sehr hochwertige Veranstaltung, die BIM World, wo es halt sehr, sehr viele Vorträge und so weiter gibt, ist das sicherlich eine Reise wert. Nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, das ist 28. 29. sind wir auf der BIM World. Dann die nächste Information. Wir hatten mit der 24er-Version ein paar technische Probleme, die jetzt mit der 24.105, da hat es herausgestellt, mit den externen Referenzen gab es Probleme. Und es gibt mittlerweile eine 24.106. Die ist, ich habe sie heute Morgen entdeckt. Ob die Kollegen das gestern Nacht irgendwie abgeloadet haben oder so, das weiß ich nicht. Aber seit heute gibt es die 24.106 und da ist dieses Problem mit den externen Referenzen wohl gelöst. Also wenn Sie dem begegnet sind, dann bitte nochmal dieses Update runterladen, drüber installieren und dann sollte das Problem hoffentlich behoben sein. Herr Kuschel, das Druckthema, ist das da auch gleich mit behoben worden, mit dem PDF-Drucken? Das Druckthema. Das war dann Ja, Plot doch. PDF, dass die Namensgebung falsch war und Haben sich Sie die? deswegen Ja. ja. Das war schon in der 5, war das schon behoben, in der Ah ja. letzten. Ja. Okay. Also Gut. kann man es langsam gut nutzen. Okay, Fragen, Anregungen. Was machen wir heute? Nicht alle auf einmal, nicht einmal. Dann mache ich es doch so, dann dürfen unsere Kunden noch einen Moment überlegen. Ich habe ein Thema, was ich mir mal kurz angeschaut habe, deswegen teile ich mal meinen Monitor. So, ihr müsstet jetzt meinen Monitor sehen. Ich hoffe, das kommt hier von der Farbe ein bisschen durch. Ansonsten, ich stelle ich mal auf weiß, dann sieht man es vielleicht besser. BKG-Color mit der Farbnummer 7. Dann Ja, sieht so man sieht es es manchmal eher. besser, Ich ja. habe mir jetzt im Prinzip ein kleines Rechteck gemacht und eine Bemaßung gemacht. Und ich habe mich immer so ein bisschen drüber geärgert, war auch teilweise dann immer mal eine Diskussion bei uns in den Seminaren, wenn hier die Bemaßung reduziert werden soll. Da gab es immer einige User, die das dann auf folgende Art und Weise gemacht haben hier eine Hilfskonstruktion reingezeichnet und haben dann die Bemaßung dort hochgelegt. Und einige Kunden haben dann gesagt, okay, so soll das Ganze aussehen. Muss aber ehrlich sagen, bei uns hier bei der Below Software GmbH hat diese Vorgehensweise eher so ein bisschen zu Kopfschütteln geführt. Deswegen mache ich hier mal ganz schnell rückgängig.
dass meine Bemaßung hier auch wieder auf dem Objekt ist. Und da gibt es eine Möglichkeit in der V24, wenn ich hier mal sage, Anno Monitor, dann kriege ich hier einen kleinen Befehl, den ich jetzt hier mal starte. Und jetzt mache ich mal mein Zoom-Fenster etwas woanders. Und dann seht ihr, dass hier ein Faktor möglich ist. Wenn man hier jetzt in der V24 106 in dem Fall, ich stelle das mal auf die Option 1, und dann mache ich das schauderige Thema hier nochmal, das Ganze von Hand, und dann manipuliere ich hier das Maß. Nehme also die Dev Points von dem Objekt weg. Dann dürftet ihr recht gut sehen, dass hier oben ein kleines Achtungszeichen kommt. Das heißt, auf die Art und Weise werden Objekte, Bemaßungsobjekte, deren Dev Points im Freien liegen, also nicht mehr auf unseren Bemaßungsobjekten, dann werden die da merklich markiert, dass man das auch sehen würde, dass da etwas nicht stimmt. Wenn jetzt jemand von euch dann sowas vorfindet, dann wäre die Frage, was wäre dann zu tun, um die gewünschte Assoziativität, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr schnell einig, dass wir die gerne wieder haben möchten. Dann gehe ich jetzt hier mal auf die Bemaßungsthemen. Jetzt muss ich mal schauen. Ich gucke mal hier in die Optionen. Hatte ja beim letzten Cut-Café schon gesagt, dass ich dieses Aufklappen mit den restlichen Befehlen ganz nett finde. Und dann gibt es hier eine Möglichkeit, Maßungen neu zu assoziieren. Das tue ich jetzt hier mal, wähle Objekt, dann wähle ich hier mein Bemaßungsobjekt aus. Und dann seht ihr, kommen hier so die Elemente, wo der DevPoint im Moment liegt. Den hätte ich gerne da, den hätte ich gerne da. Dann kommt mein Maß wieder auf das Objekt unten drauf. Und machen wir mal die Gegenprobe. Wenn ich das Objekt hier größer ziehe, dann sollte meine Bemaßung wieder mitgehen. Ja, finde ich doch sehr praktisch, dass hier sozusagen sichtbar gemacht wird, ob es Objekte gibt, die in dem Fall freiliegende Dev Points haben. Da kann ich euch das nur ans Herz legen, wenn ich es nochmal wiederholen darf. Kurzbefehl Anno Monitor. Da unten sieht man es, dass man in dem Fall das Ganze sich visualisieren lassen kann. Standardmäßig ist es auf -2, ne? Ja, Dann sieht man da das nicht. muss ich ehrlich genau sagen, da weiß ich noch nicht genau, wie in dem Fall diese Nummern sich zusammensetzen. Das ist ein bisschen schlecht erklärt, wenn ich also hier mal in die Einstellung gehe und gehe hier mal Anno Monitor. Da ist ein Öl geworden, glaube ich. Ja, meine schöne Tastatur. Weil das habe ich hier letztens versucht zu zeigen und Anno Monitor, konnte hier bin das ich nicht. bei der Einstellung und hier gibt es irgendwie Einstellung minus 2, minus 1, 0, 1 und 2, aber ich werde aus der Einstellung hier nicht schlau, welche Einstellung genau was bewirkt. Deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich die Einstellung durchgetestet und für mich macht die Einstellung 1 hier Sinn, weil wenn es solche, ich sag mal, manipulierten Maße gibt, dann möchte ich die sehen, und dass ich darauf reagieren kann. Und für mich gehört natürlich das nachträgliche Assoziieren. Gut, ich hätte es jetzt natürlich auch löschen können und wieder neu machen können, dann habe ich es ja auch assoziativ. Das wäre dann so die Frage vom Arbeitsweg, was euch am schnellsten von der Hand geht. Aber Maße sollen und müssen assoziativ sein. Deswegen finde ich es hier ganz klar eine Verwirrung, dass es da eine Markierung von manipulierten Maßen gibt. Ich bin mit der Funktion noch nicht ganz glücklich, möchte ich ehrlich sein. Mir wäre es sogar noch lieber gewesen, wenn ich die Zahl auch noch manipuliere, dass er das auch feststellt. Aber die Funktion hier, da geht es wirklich um die Dev Points, Okay. ob die noch auf dem Objekt sind. Ja. Und dann sieht man eine Markierung. Ja. Haben Sie also was mir aufgefallen ist, bei diesem Achtungszeichen oder bei diesem Ausrufezeichen, was ich halt ungern hätte, dass Sie direkt auf dem Plot landen. Ist das hier nur eine Zeichnungsgeschichte oder landet es auch auf dem PDF oder so, wenn wir es drucken, dann wäre das ja ziemlich So, genau. ich habe jetzt mal rückgängig gemacht, ging jetzt am Ja. schnellsten. So,
ich jetzt hier sage, okay. Im Layout schon wird es gar nicht dargestellt, okay. So. PDF. PDF, da gibt es ja auch schon ein paar neue Funktionen. Da muss ich jetzt mal genauer hingucken. So, jetzt nehme ich mir mal eine A4 im Querformat. Okay, wenn ich das jetzt hier mal drucke, print das PDF. Mal gucken. Da ist es nicht drauf. Ja, macht doch Sinn. Ja, sonst. Wir wollten gerade testen, ob das mit dem PDF geregelt ist. Nein, so Aber weit hatte ich gar nicht gedacht, aber es war so. Das war genau der Punkt, das mit dem das hat PDF. ja Herr Gisbert gesagt, Haben wir jetzt bildlich gezeigt, dass dass das das Thema funktioniert. dann sozusagen hier durch das Update erledigt ist. Ich habe nämlich hier vom CAD-Café auf die Okay. 21, auf die 24.106 umgestellt. Wir haben ja eben in der Menüleiste im Multifunktionsband haben wir mittlerweile ja diese Dreiecke nach unten bei der Bemaßung. Haben wir jetzt dieses, ich habe es wieder vergessen, wie heißt der Befehl? Anno? Anno Monitor. Anno Monitor ist da mit dabei jetzt. Ja, ich hätte jetzt nicht Bemaßungs. damit gerechnet, dass er da dabei ist, weil Neu es ist. assoziieren, doch da, der unten ist er, in der Mitte unten. Nochmal eins rechts, jetzt eins rechts. Bemaßung, neu assoziieren, oder? Klicken Sie mal Das drauf. war der zweite Schritt, den ich eben gemacht habe, wo ich sozusagen der Anno Monitor ist ja nur die Variable, dass Ah, ich das okay. Achtungszeichen bekomme. Und da ich jetzt die Bemaßung kaputt gemacht habe, und wir wollen ja unseren Kunden nicht zeigen, wie man Bemaßung kaputt Okay. macht, sondern eher, wie man sie repariert. Und das habe ich, die Reparatur habe ich dann hier mit Bemaßung neu assoziieren, Ja. in dem Fall getan. Ich hätte schon gerne in deinem Button, ansonsten vergessen natürlich, wie dein Befehl hieß. Also aufschreiben, Anno, wie Annotation, beim Monitor, wie Monitoring, wie Kontrolle und dann sollte man das Tipps noch mal, dann sehen. sieht Ja. man es auch noch mal. Anno Monitor. Und das ist eine Variable, die in dem Fall einstellbar ist, ob das Achtungszeichen kommt, ja oder nein. Und ich glaube, das ist dann doch schon ein kleiner Vorteil, dass man da die Visualisierung hat. Achtung, auf diesem Maß ist irgendwas schiefgelaufen, wie auch immer. Die Frau Amrusch hatte mir auch ein Beispiel gezeigt, das Achtungszeichen kriege ich beispielsweise auch, wenn ich das Rechteck auflöse und dann nur noch Linien da sind und dadurch auch die Assoziativität verloren geht, dann taucht das Achtungszeichen auch auf. Okay. Das heißt, ich finde es schon doch sehr hilfreich, dass es da eine kleine Visualisierung gibt. Klein und harmlos, aber ich glaube mit Okay. einem Effekt. Okay, Ja, soweit sehr mein gut. kleines Beispiel. Fragen dazu? Welche Zahlwahl einzustellen? Die 1. 1 plus 1, also. Ja. Danke. Gerne. Und Ja, aber. das andere, dass es so weit weg ist, wenn mich jetzt nicht alles läuft, im Moment steht mir das Bericht keine zur Verfügung, darum konnte ich es jetzt nicht prüfen. Habe ich mal was gelesen von Hilfslinienlänge in der Eigenschaften, dass es dann so aussieht, wie es hier ist, dass es nicht so nah ist, das, was Ja, die also Kunden wollen. der Bemaßungsstil, an dem ich das normalerweise tun sollte, weil hier ist ja jetzt ein Abstand gesucht, ja. Und die Einstellungen sind auf jeden Fall vom Kenner von BricsCAD, in dem Fall im Zeichnungsexplorer zu tun. Ich hoffe, er öffnet sich jetzt bei mir. Oder unter Eigenschaften, wenn ich nur ein Maß haben möchte, was anderes ist. Ja, mir geht es aber darum, jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass mein Zeichnungsexplorer nicht auftaucht, weil ich habe erst so rabiat meinen Monitor rausgezogen. Also wenn Sie auf Bemaßung rechte Maustaste klicken, kommt er dann? Unten in der Statuszeile meine ich. Da bei ISO Ja, das 25, Problem ja. nochmal, bei mir ist der Explorer aufgegangen nach Befehlszeile, aber was haben wir auf dem zweiten Monitor? Eigenschaften, kommt er hier? Hier. Er ist ausgegangen. Wie war das? Alt. Steuerung 2 kommt so. Chef, können Sie mal kurz einen
Zeichnungsexplorer starten, machen wir es auf die Art. Ja. Da muss man ein Bildschirm freigeben, genau. Bildschirm freigeben. So. Können Sie mal den Zeichnungsexplorer öffnen? Ich hoffe, wenn das Ding hier weggeht, genau. Also mit das Ding Steuerung meine ich 2 können Sie auch. die Die Zoom-Bedienung. Zoom-Bedienung, Steuerung 2 sagt, warum macht er nicht? Steuerung 2. Ja. Also, so, wenn Sie mal in die Bemaßungsstile gehen, Bemaßungsstile da. da sieht man im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man das eigentlich tun sollte. Jetzt muss ich kurz gucken. Hilfslinienabstand. Ja, Hilfslinienabstand da oben. Der Hilfslinienabstand, da, ja. 0,625, der ist, sage ich mal, so klein, deswegen sind die Maße relativ nah am Objekt. Da kann man in dem Bemaßungsstil ein größeres Maß festlegen. Das ist die eine Möglichkeit. Im Okay. Prinzip diese Möglichkeit rechnet den Abstand von unserem Objekt zur Bemaßungslinie aus. Die zweite Möglichkeit, die existiert, wenn ich jetzt möchte, dass das Ganze von der Bemaßungslinie zum Objekt hingerechnet wird, das heißt andersrum gerechnet, dann kann man hier die feste Länge anhaken und da kann man im zweiten Wert Hilfslinie feste Länge, das ist eine Zeile tiefer, da kann man seinen gewünschten Abstand Okay. definieren. Das ist sozusagen, das sind zwei Möglichkeiten, die eigentlich das ähnliche Resultat erzeugen. Bei der ersten Variante, wie gesagt, vom CAD-Objekt zur Bemaßung hingesehen. Und die zweite Möglichkeit, die hier jetzt bei meinem Kuschelklub blau angehakt ist, die rechnet halt von Bemaßungsobjekt Ja. zum CAD-Objekt hin, was man da halt favorisieren möchte. Weil ich nicht der Freund bin, Maße zu manipulieren, auch nicht über die Eigenschaften. Ich würde es eher, wenn es mehrere Bemaßungen betrifft, auf jeden Fall über den Stil steuern, weil dafür sind die Stile da. Wenn man mal eine Ausnahme hat, dann kann man das mal machen, aber ich glaube, dauerhaftes Verstellen müssen macht da relativ wenig Spaß. Deswegen dann bitte über die Stile, deswegen der Vollständigkeit haben wir es hier jetzt noch mal kurz gezeigt. Das hatte Okay. ich gemeint. Ja. Ich hatte es nämlich gelesen. Das wäre ja das, was der Kunde wollte eigentlich. Ja. Genau. Aber es gibt halt welche, die dann trotzdem auf die Art hergehen und dann glücklich Würden Sie sind. Und das gerne? sollte man natürlich nicht tun. Ganz klar. Gut, dann, wenn ich schon mal den Bildschirm geteilt habe hier, ich habe hier auch die 24er-Version. Ich hatte, ja, jetzt, ich bin eigentlich am Überlegen, ob ich das zeigen soll oder nicht zeigen soll. Das Thema ist, wir haben einen Interessenten, der möchte ganz gerne die BricsCAD Lite-Version kaufen. Und er möchte aber Messpunkte vom Vermesser direkt ins BricsCAD hineinladen. Dann habe ich gesagt, nimm doch einfach die Pro-Version, dann ist ja schon der Import der Messpunkte dabei. Oder besser natürlich unser Grundmodul von Bibisoft. Da hast du alles, was du dir mit Messpunkten erträumen kannst, schon alles da drin. Aber er sagt, nee, er möchte ganz gerne nur die Lite-Version haben und ob wir dann irgendwie ihm helfen können. Dann bin ich ins Internet und habe dann geguckt, gibt es einen Messpunkt-Import als List-Routine? Und es ist ja so, dass BricsCAD Lite schon List-Dateien öffnen kann und mit List-Dateien arbeiten kann. Und hier habe ich eine List-Routine gefunden aus dem Jahr, keine Ahnung, irgendwo zwischen 1990 und 1997 von diesem Menschen hier, dass sie auch wissen, wo ich diese List-Routine entsprechend her habe. Und dann habe ich Folgendes noch zusätzlich gemacht. Diese List-Routine kann Punkte importieren aus einer Textdatei und diese können vorliegen wie folgt. Rechtswert, Hochwert, Höhe. Dann haben wir hier eine Punktnummer und ich habe mir mutmaßt, dass wir auch noch die Höhe zusätzlich anschreiben wollen. Und diese List-Routine fragt ab, wie ist denn deine Datei von der Trennung her? Entweder kann man dort Komma festlegen als Trennung der Spalten oder man kann hier Leerzeichen festlegen. Ich habe hier Leerzeichen ausgewählt. Und dann kann ich hier ein Beispielblock einfügen. Das ist ein ganz einfacher Block mit entsprechend dem Symbol. Und ich habe hier noch zusätzlich Nummer und Höhe zugewiesen. So, wie funktioniert das Einlesen einer List-Routine?
Einfach Upload, APPLOAD für Applikation laden. Und dann zeige ich auf meine List-Routine und dann sage ich, okay, die ist jetzt hier an dieser Stelle, ich glaube, entladen kann ich nicht. Ich muss halt letztlich einmal laden. Und dann zeigt er auch irgendwo in der Befehlszeile, diese List-Routine ist zu starten, sagt er. Da stand sie eben schon. Genau, also hier, wenn ich die Ja. List-Routine lade von diesem Menschen, dann sagt er, du kannst hier entweder diesen Befehl ASC Point zum Importieren von Koordinaten und offenbar kann der hier auch Punktkoordinaten exportieren, also aus den Objekten, die man in der Zeichnung schon hat, irgendwie etwas exportieren. Das habe ich nicht getestet. Und dann geben wir mal hier jetzt ein ASC Point. Wie kann ich denn das hier schließen? Schließen. ASC Point. Das wird auch direkt hier in der Befehlszeile als Vorschlag hier angegeben. Und dann kann ich meine Datei, meine Textdatei, also meine Messpunktdatei hier auswählen. Und dann sagt er, das hatte ich ja auch vorhin gekündigt, wie ist es denn getrennt, mit Kommazeichen oder mit einem Leerzeichen? Ich sage hier Leerzeichen. Jetzt kann ich sagen, ich möchte ganz gerne hier Linien, und da habe ich das getestet, dann geht er von Punkt 1 nach Punkt 4 und zeichnet einfach Linien. Man kann hier ganz normal Nodes auswählen, das sind die ganz normalen BricsCAD-Punkte, Punktsymbole oder 3D-Polylinien oder Polylinien. Ich sage hier einfach Insert. Und dann sagt er, nach welchem Blockmuster soll ich es dann einfügen? Deshalb habe ich einen Block schon gezeichnet und hier wähle ich dann mein Blockmuster. Und jetzt hat er schon irgendetwas gemacht. Warum sehe ich es nicht? Weil ich hier meinen Block bei 0 habe und die anderen, wenn ich hier Zoom-Grenzen klicke, ja, sehen Sie, die sind halt relativ weit entfernt. Aber das war ja so meine Textdatei hier, ja, mit Punktnummer 001, 002, 003 und 4. Und jetzt hat er hier diesen Zweierpunkt eingelesen hier an dieser Stelle und stellt das natürlich schön hier mit XYZ und auch mit der Nummer und mit der Höhe als Attribut stellt er hier dar. Schon mal vorweg, wir haben überhaupt keine Ahnung, was Programmierung angeht. Funktioniert diese List-Routine glücklich sein? Funktioniert sie nicht? Keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, wie das sonst funktioniert, aber das soll letztlich ja ein Hinweis hier sein, wie man sich zu helfen wissen kann dort an der Stelle, wie man entsprechend List-Routinen nehmen kann, um die ein oder andere Aufgabestellung entsprechend vielleicht schneller abzuwickeln. Noch einmal, das ist keine empfohlene Arbeitsweise. Die empfohlene Arbeitsweise ist natürlich entweder mit BricsCAD Pro das zu machen oder mit dem Modul BBSoft und dort an der Stelle Grundmodul. Da wird natürlich dann auch alles mit Codierung, unterschiedlichen Symbolen und so weiter eingelesen. Das war so mein Part. Gibt es Fragen dazu? Nicht List-Programmierung, sondern andere Fragen? Wie haben Sie denn die 004 mit dem Kreis verknüpft? Ich habe ja hier, ich habe ja einen Block erzeugt. Machen wir mal rückgängig. Rätselslösung ist einfach, dass Sie vorher einen Block mit Attributen konstruieren. Ne? Das ist ein Block. Diesen habe ich genannt M-Punkt für Messpunkt und das habe ich mehrmals getestet. Deshalb heißt der Messpunkt 2. Und dann ist es ein ganz normaler Block. Das ist ein Kreis mit zwei Linien und zwei Attributen. Das ist alles. Und das Verknüpfen funktioniert ASC Point bei diesem Befehl, wenn ich jetzt hier meine Datei auswähle. Das Verknüpfen, Space, macht diese Routine selbst, indem ich sage, mit Blöcken oder mit Inserts, ja, das hier habe ich gewählt, Inserts, und dann zeige ich ihm diesen Block als Muster. Und dann hat er hier Attribut 1, Attribut 2, Attribut 3, Attribut 4, 5 und so weiter. Nehme ich mal an, dass Sie das definieren könnten, aber die ersten X, Y, Z, das ist für die Positionierung des Blockes, die anderen kommen als Attribute dort nochmal mit rein. Müssen Sie mal testen, wenn das interessant ist, sollte hoffentlich funktionieren. Ich meine eine Etage tiefer. Diese. Etage, die Etage nochmal zurück bitte in die Zeichnung. In den Block. In den Block, ja. Wie Hier. das TK1, was hier dort steht, kann ich ja hinschreiben, aber wie ich das Attribut mit dem Block verknüpfe.
Mit dem Kreis und. Das haben wir im Seminar gemacht. Du kannst dich Okay. erinnern, wir haben auf Layer 0 den Messpunkt gezeichnet, Ja. haben dann ebenfalls auf dem Layer 0 über Attribut erstellen, Ja. das Attribut angelegt. Das hat Herr Koschatök hier lediglich TK1 genannt. Und die 1, die er da stehen hat, ist ja dann die spätere Höhe. Und dann einen Block draus gemacht, den er hier Messpunkt 2 genannt hat. Da sieht man es, den Dialog von Attribute erstellen. Schauen Sie in den Darüber. Unterlagen nochmal Attribut definieren, dann wissen Sie, wie Okay. es funktioniert. Ja, Attribut und dann als Block, wie Herr Trost sagte, zusammenpacken und fertig. Danke. Ja? Ja, danke. Bitte. Gut. Okay. Na, Amrush. Ich versuche auch etwas. Ja, es geht bei mir um Filterungsmöglichkeiten. Wir haben manchmal den Pech, dass wir eine DWG bekommen, das nicht strukturiert ist. Dann möchten wir die DWG entweder bereinigen oder Layer vergeben. Und da gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir die DWGs bekommen, die Farben enthalten, können wir auch gerne auf ähnliches wählen gehen. Ja. Und hier in die Einstellungen nach verschiedenen Sachen filtern, also nach Farbe, Layer, Name Das ist in dann dem das, was die Fall. Elemente gemeinsam haben müssen, die Genau. dann selektiert werden. Okay. Wenn aber alles auf Null steht und also in dem Fall, wenn wir jetzt nach Farbe gehen, ist es hier eigentlich ganz leicht. Objekte wählen. Ich gehe in dem Fall aus Ausblenden, so nach dem Motto, ich habe ja den Layer vergeben. Und dann haben wir aber noch ein Pech, dass wir alles in schwarze Farbe haben. Ups, Moment bitte. Und das hier auf Text, Enter. Ja, ne? Und dann haben wir manchmal ein Pech, dass wir alles auf Farbe schwarz haben und alles auf Layer 0 und wir möchten weiter filtern, zum Beispiel, dass wir zum Beispiel diese Linien hier löschen oder auch anders vergeben, auf einen anderen Layer vergeben. Wie filtern wir weiter? Also ich muss sagen, also ich hatte so eine Erfahrung auch gehabt, musste auch Fremdleitungen filtern. Da habe ich wirklich nach Linien, nach Länge gefiltert. Zum Beispiel filtere mir alle Linien, die kleiner sind als zum Beispiel 10 Meter oder so. Ne? Ich kann hier auf Eigenschaften gehen, auf diesen Trichter gehen und sagen, zum Beispiel Pulli-Linie, filtere mir bitte nach Länge. Na, hier bei Wie diesem definieren Sie Stern, das? genau, auf diesen Stern klicken, Ja. können wir sagen, zum Beispiel kleiner oder gleich, zum Beispiel, ich kann hier sagen, 5 Meter. Enter. Und danach hinzufügen zu einem neuen Auswahlsatz. Dann hat er mir so ein paar Linien sozusagen, die in dieser Länge haben, gefiltert. So kann ich zum Beispiel auf die Schnelle auch löschen oder was auch immer. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, was auch einige Seminarteilnehmer auch gefragt haben. Die Kann ich Sie noch haben. mal kurz stoppen hier bei dem, bei Ja. den, bei der Länge? Das finde ich interessant. Also Sie haben jetzt gesagt, alles, was kürzer ist als 5 Meter und alles, was Linie ist, Genau. oder? Ja, Pole Pulli. Linie ist, Ja. okay. Und wenn jetzt irgendeine Pole-Linie, keine Ahnung, eine Garagenfront auch kleiner als 5 Meter ist, dann würde er es Ja, mitmarkieren. Ah ja, okay. genau. Es geht nach der Länge Okay. und Pulli-Linie. Die heißen alle Pulli-Linien. Ja. Genau. Dann hatten wir noch von mindestens zwei Seminarteilnehmern auch die Frage gehabt, wie kann man nach Händelnummer filtern? Na, weil die anscheinend oder einige davon entweder Gebäude oder so, keine Ahnung, anfangs zwei Nummern gleiche Nummer haben, zum Beispiel 20. Hier ist auch 20 am Anfang. Moment.
Während bei zum Beispiel Flurgrenze hat eine C6. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Gründe, warum man nach Händelnummer filtert. Jetzt wollte ich euch nur wie heißt das zeigen, wie man nach Händelnummer filtert. Also hier bei dem Panel Struktur, also Strukturbaum, ne, wer das nicht hat, in dem Panel, rechte Maustaste, Struktur, ja, aktivieren. Dann möchten wir jetzt eine neue Regel hinzufügen. Wir klicken hier mit der linken Maustaste auf diese Punkte hier und sagen Strukturbaum konfigurieren. Ja. Danach können wir jetzt, Moment, ich muss schauen, wie war das? Erstmal auf Objekte, genau, Regel hinzufügen, oder das wäre jetzt das gleiche auch mit dem Plus. Ja, Plus oder Regel hinzufügen. Dann hätten wir jetzt hier eine neue Regel. Wir können mit rechter Maustaste auch umbenennen. Wir sagen jetzt zum Beispiel Regel nach Händel zum Beispiel. Und wir gehen zum Filter, rechte Maustaste und sage Filtereigenschaften hinzufügen. Ja? Und danach können wir hier eine Eigenschaft auswählen. Und dann wähle ich jetzt Händel. Ja? Ich filtere nach Händel, sage okay. Jetzt habe ich hier meinen Filter nach Händel. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das einfach nach ganz oben geschoben habe. Und danach könnte ich auf Datei gehen und es unter einem anderen Namen speichern, wie zum Beispiel Händel, damit ich das nächste Mal auch verwenden kann. AMR. Ich hatte ja davor auch so eine Händelnummer gemacht. Das wird als CST-Datei im Support-Ordner gespeichert. Ja, eure Filter. So, Händel AMR. Speichern. Hier ist schon mein benutzerdefinierte Filter. Ich klicke jetzt auf OK. So, ich bin hier auch nach Händelnummer. Und genau, und hier untersuchen kann ich jetzt nach, was war das jetzt? 20, 20. AB? Nee, AB, glaube ich, ist Die das 20er jetzt. waren noch die Gebäude. Ja, nee, ich wollte jetzt diese komischen Linien Ach jetzt. Wir so. haben alle, also den Anfangsbuchstaben zum Beispiel AB. Also das ist ja keine perfekte Filterung, aber na, untersuchen hier kann ich einfach, was war das AB? Eingeben, Enter. Und dann wird. Moment, das ist jetzt, ich habe gerade nicht alles. Struktur. So, warum habe ich jetzt nicht alle hier da? Ich müsste normalerweise ganz viele IDs sehen. Händelnummer. Er hat hier schon Fremdleitung bereinigen da drin. Warum? Das ist meine DWG-Norm. Ah, okay. So, ich gehe nochmal auf Default zurück. Hier sehe ich alles. Der hat irgendwas ausgewählt jetzt, ne? Ja, Links. deswegen frage ich mich, wo. Nehmen Sie mal einen Ausfall raus dort. Ich habe keine Auswahl. Nichts ausgewählt, okay. So, ich gehe nochmal auf Struktur. 19 Sachen. Lassen wir vielleicht alles auf. So, der hängt wahrscheinlich irgendwie. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich müsste normalerweise mehr Objekte hier haben, aber man geht nach dem Prinzip. Ich habe hier eine neue Regel oder das, was ich vorhin jetzt gerade eben gemacht habe, Händel. Und es wird direkt halt nach einer Händel Das sortiert. filtert schon nach A, B, ne?
oder? Ja, ich hatte ja vorhin AB eingegeben. Jetzt kann ich mal 20 eingeben. Was? Ja. Jetzt fehlt halt auch nach 20. Aber wenn ich jetzt keine Filterung hier habe, ah, jetzt habe ich wieder alles. Na? Also ich kann auf jeden Fall halt eine Handelnummer eingeben und kann danach das bearbeiten. Das ist jetzt nicht so perfekt. Ich weiß Man kann, nicht. hast du dann die Möglichkeit, wenn du eine Handle auswählst, dass du dich hinzoomen kannst? Genau, das war auch so, ja. Man kann auch dahin zoomen. Also wenn ich jetzt auf ein Handle klicke, rechte Maustaste, kann ich auch sagen, zoome ich dahin, ja. Das ist jetzt dieses Objekt. Ah, okay. Ja. Ja, wer jetzt diese Filterung möchte nach Händel, kann er das machen. Ansonsten, genau, nach Farben oder ähnliches wählen gehen, nach Layer gehen. Okay. Also was mit den Handeln, ich weiß nicht genau, was diese Dinger zu bedeuten haben, aber für mich ist es halt so, jedes Objekt, egal was das für ein Objekt ist, bekommt einfach eine interne Nummer. Das ist so eine Handle-Nummer. Und warum Frau Amrich dann sagt, alles mit 20, Also ich gehe mal davon gemeinsam. aus, dass dann, keine Ahnung, von der Reihenfolge, ich male jetzt meine Grundstücksgrenzen, ja. Dann bekommt ihr wahrscheinlich immer 20er Nummern und irgendwann. Es kann auch mit dem GIS-Import zu tun haben, Ja. weil das da ja, wie soll ich sagen, scheibchenweise importiert Okay. wird. Also. Dass dadurch bei ihr jetzt hier der Sachverhalt kommt, dass die Gebäude alle eine ähnliche Nummer bekommen haben. Also die zwei zum Beispiel, die Ähm, fangen auch mit kommt 20. mir so ein bisschen Richtung Zufall, weil es wird Ja. sicherlich, wenn man Glück hat, mit der Zeichenreihenfolge zu tun haben. Ansonsten ist man, glaube ich, der Willkürlichkeit so ein bisschen. Also die Gebäude zum Beispiel, die haben auch jetzt 20a, ob jetzt alle 20a, nee, 20. Auf jeden Fall, so kann man ein bisschen schneller Ja, ist dann die mit Frage, ist es eine Filtern. weitere Filteroption, eine erweiterbare? Ja. Ja. Wenn ich jetzt alle Polylinien oder nach Polylinie gehe, dann habe ich alles ausgewählt, ne? Okay. Ja. Lieber mit dem Layer-Filter da arbeiten, den du am Anfang gezeigt hast. Wenn alles auf Layern ist, dann ist das Ja, und der Schnellfilter manchmal hat man den Pech, dass auf eine Layer nicht sehr, das mitkommen, ist eine ja. gesuchte Funktion, Ja. die wird also sehr häufig nachgefragt mit dem Schnellfilter. Liegt scheinbar auch etwas versteckter als in anderen CAD-Systemen. Was mir Denke. halt bei dem Strukturpanel hier gefällt, ist, dass man da direkt drauf zoomen kann. Ne? Genau, Beim ja. Eigenschaften, wenn ich zum Beispiel sage, ich markiere alle und dann sehe ich bei den Eigenschaften Polylinien, 20 Polylinien, dann kann ich nicht auf die Polylinien zoomen. Ne? Das geht halt nicht. Aber hier kann man dann sagen, okay, zeig mal. Dann zeigt er alle. Gut, bei 799 Polylinien macht es keinen Ja, Sinn. aber bei Ja, zwei zum ja. Beispiel zwei Punkte. Wo es auch im Support schon sehr oft Sinn gemacht hat, ich denke, das dürfte jedem Zeichner einer Karriere irgendwann passieren, dass man mal eine X-Ref Ja. versenkt hat und die dann nicht wiederfindet, dann ist das hier auf jeden Fall der sachdienliche Hinweis, weil die externen Referenzen sind dort ganz klar als externe Referenzen zu sehen. Ah, und Und dann kann dann man habe ich sagen, da zoom mal. vielleicht 5 Stück drin und kann die 5 mal durchprobieren, dann habe ich auch da den Ausreißer im Prinzip Okay. gefunden, der vielleicht nicht auf der Position gelandet ist, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Also Okay. auch sowas ist hier drüber sehr gut möglich und das Zoomen dorthin ist Ja. natürlich dann auch eine entsprechende Hilfe. Okay, gut. Ich habe wieder was gelernt. Vielen Dank. Ja. Fragen? Frau Amrisch, Sie hatten das Handle gemacht. Das gefällt mir sehr. Und da gab es ja drei Gruppen, aber die haben nur eine erklärt. Was ist mit den anderen beiden? Das war für mich jetzt in dem Moment nicht so interessant. Andere Gruppe, was hat die zu bieten? Das war Gruppe. Sortieren, Ja, sortieren. sortieren. Was war da noch? Ja, okay. Ich gucke mal. Was da unten drunter stand, waren drei, die gleichzeitig unten drunter standen bei dem Händel. Ja. Mit Händel waren es drei. Die da noch? Ich Ja, sehe es nicht. du Ich sehe es hast nicht, deinen ja. Monitor nicht mehr Ups. geteilt, Oh, deswegen kannst du Entschuldigung. es nicht. Ja, so. Ja.
Gruppe und sortieren. Ja, nach Gruppe sortieren. Also das ist schon ein riesen detailliertes Suchfunktion hier. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so. Guck mal, mach mal bitte noch Objekte auf und die Erweiterung auch. Können wir kurz noch mal Ach so, kopieren? da, okay. Ich weiß nicht, was mit Gruppen jetzt geht. Ja, Vielleicht ich Region weiß, als Gruppe. wo die Frau Bamme jetzt gerade hinguckt, was sie da jetzt suchen würde. Okay. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Ja, Keine Ahnung, Frau Bamme, kann wissen wir ich nicht. schauen Und ich nach. möchte jetzt auch nicht die anderen hier warten lassen. Okay. Das kriegen wir aber raus. Ja, ich finde das eine Jawohl. schöne Sache. Wir finden das raus und dann würden wir das dort an der Stelle nochmal ansetzen, was es genau mit diesen Filtern und mit der Gruppe und mit dem Sortieren auf sich hat. Auch wenn ich so richtig überzeugt vom Händel suchen oder filtern, weil es keine Gemeinsamkeit hat. Ja, Händel ist einfach eine zufällige Nummer Ja. und fertig. Von daher, vielleicht hilft es hier und da, aber generell weiß ich nicht, ja. Ja, Andere Fragen, andere perfekt. Wünsche? 15:45, wir sind fast schon über der Zeit. Keine Meldungen. Wunderbar, dann kann ich mich nur noch bedanken. Vielen Dank für die rege Teilnahme, vielen Dank für Ihre Fragen. Die Aufzeichnung kommt sehr bald, hoffentlich. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So. Was noch?